Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir haben hier den DAX 12.838 Punkte. Die erste Big Number liegt hier unten bei 12.8. Wir sehen aber, wir haben ein sogenanntes Gap wieder, eine Kurslücke hier von dem Freitag und wir sind heute tiefer gestartet. Also Gap Closing, wir machen mal die Unterkante hier mal als Zielmarke hin. Hier ist das Gap, wir machen aber erstmal, weil wir dichter an der 12.8 sind, die Falle erstmal bei 12.8, ansonsten wäre die nächste Falle oben 12.9. Da sind wir ja flexibel und können das Ganze dementsprechend verändern. So, jetzt switche ich hier ein bisschen zu schnell. Am Freitag haben wir nicht getradet aufgrund der Arbeitsmarktzahlen. Das hat sich bei uns in den 13 Jahren so eingebürgert. Wir schauen trotzdem auf die Blue Boxen in der Vergangenheit. Alles unter 30, nochmal zu den Spielregeln, wird getradet. Hier sehen wir eine schöne 29er Box, die direkt ausgebrochen ist. 84 kommt für uns nicht in Frage. Das waren die Blue Boxen. Und jetzt gehen wir rein in die Vola Boxen. Hier wollen wir natürlich einmal feststellen, wo kommt die Vola-Box heute rein? Und wir sehen den Kurs bei 12.925. Der Forecast liegt hier irgendwo. Da sollte sie reinkommen. Ohne Gewehr. Und wir sehen am Freitag auch hier reingelaufen, rausgelaufen. Entschuldigung, ich mache nochmal Autoscroll. Reingelaufen, hier rein, da raus, hier raus. Also wer Boxen letzte Woche getradet hat am Freitag, ich hoffe auf Demo, denn wir treten ja nicht. Der hat gute Boxen erwischt. So, jetzt gehen wir einmal in den Großwetterbericht und fangen unten an bei Bitcoin. Wie sehen die neuen Märkte einmal aus? Wir gehen mal Zickzack-Linie rein. So. Und wie immer nochmal von den Regeln, wir schauen, ob der Kurs unterhalb des gleitenden Durchschnittes ist und dann machen wir wie beim Fliegen eine Checkliste. Fangen heute mal mit der Wochenkerze an, weil die Woche ja rum war. Wir sind unterhalb des gleitenden Durchschnitts, also Short auf Wochenbasis, Daily auf Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und wir sehen sehr schön hier, auch hier haben wir ein Gap in den Kryptos. Also Tendenz eher wieder Richtung Erholung. Nächster Markt in unserer Rubrik ist Ethereum. Und auch hier schauen wir bei 1400. Kurs liegt unterhalb des gleitenden Durchschnitts. Short, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Und auch hier haben wir ein Gap. Der nächste Markt in unserer Wir verlassen die Kryptos und gehen jetzt in den amerikanischen Index Dow Jones. Auch hier auf Wochenbasis. Wir sehen hier, der Markt hat hier erstmal seine Unterstützung. Wir nehmen die Fibos. So und sehen da der Klassiker, 38er, alle, die mit Fibonacci-Zahlen zu tun haben. Wir sehen hier Aufwärtstrend und dann die Korrektur. 38er hat er gehalten. Und wir sind auf Wochenbasis Short, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also wie die Kryptos auf den kurzen Zeitebenen, alles auch hier wieder in Erholungsphase. Nächster Markt S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5. Nächster Markt Technologiebörse Nasdaq, auch hier auf Wochenbasis. Sehen wir Short, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch. Jetzt kommen wir in die Ölrubrik. So, Öl auf Wochenbasis immer noch aufwärts gerichtet. Wir haben hier die Unterstützung im Öl bei 84. Wir haben jetzt letzte Woche schon einmal getestet die 90er Marke, also sind runter bis 93 und hier würde ich auch die Unterstützung hier nochmal reinlegen, die Range. Wohin können wir mit den Fibos? Wir haben einmal das Tief, einmal das Hoch. 38er Retracement zum Notieren liegt so circa bei 81.
50 ist bei 67 und erst ein Trendwechsel findet bei 53 Dollar statt. Also da muss der Markt noch richtig hinlaufen. Also Wochenbasis long. Daily sind wir short. 4 Stunden short. Stunde long. 30 short. 15 short und 5 auch short. Also da ist eher aktuell das wieder Richtung Süden. Kommen wir zu Gold. Wochenbasis short. Daily short, 4 Stunden short, Stunde short, 30 short, 15 short und sehr zäh und sehr seitwärts und 5 Minuten auch short im Gold. The good old German DAX als letzten Markt, Wochenbasis short und hier sehen wir schön am DAX die Unterstützung, nämlich bei 12.436. Daily short, 4 Stunden short, Stunde long. 30 Short, 15 Short und 5 auch mit einem riesen Schweizer Käse hier. Entschuldigung für die Schweizer, aber hier mit diesem riesen Gap als Zielmarke. Das war die Vorbereitung kurz. Jetzt gehen wir auf die Jagd. Jetzt werden die Mikrofone wieder etwas stumm geschaltet und ich melde mich gleich nochmal. Es ist 8:53 Uhr und wir sind long im ersten Trade. Erster Trade long. Wir schalten hier 0,05. So, warum schalten wir 0,05? Wieso gehe ich beim ersten Trade so früh raus? Wer weiß das noch von der Ausbildung? Wieso mache ich das? Wieso gehe ich da so früh raus? Armin, guten Morgen. Mindsetting, oh. Rüdiger bringt es auf den Punkt. Das ist eine Macke von mir. Carlos Macke. Sehr gut, genau so ist es. Aus der. Dein Spleen, sehr gut. Klingt besser, dein Spleen als eine Macke, ne? Aber. Also, das ist tatsächlich so. Der erste Trade nehmen wir mit einem kurzen Gewinn. Das ist aus der Vergangenheit, wo wir nur 7,5 Punkte genommen haben. Das ist eine Macke von mir. Und erst ab dem zweiten Trade, das heißt, wenn der Markt jetzt nicht direkt in den Gewinn läuft, sondern unten wegrutscht, dann versuchen wir auf angepasst zu drücken. Das haben die Herren sehr gut erklärt. So, Peter mit seinen Great Boxen. Frank, guten Morgen. So, Fish and Chips, weiß gar nicht, hat der Urlaub oder ist er wieder ein bisschen später? Morgen, Daniel. So. 5 Minuten noch bis zum Start. Hermann, guten Morgen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ja, alles gut. Merci. Morgen! Ja, hast du noch 4 Minutes, 4 Minutes, 4 Minutes. Das ist die Jugend, ne? So, und wir sind raus. 4 Minuten, wir sind raus. So, erster Trade, 8:56 Uhr, ist in den Gewinn gelaufen und somit startet die Woche gut. Ich verabschiede mich bei den YouTubern, das war ein Eröffnungstrade. Wie gesagt, Freitag haben wir nicht getradet aufgrund der Arbeitsmarktzahlen und diese Woche geht es dann wieder los. Also, wir machen im Live-Trading-Raum weiter, bedanke mich recht herzlich und wir gehen weiter auf die Jagd. Maurice, du machst da MetaTrader hoch und los geht's. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.